Haut, pass mal, kommen wir zusammen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Back to the Roots. In der heutigen Episode möchte ich euch ein bisschen was über den Bokashi-Eimer erzählen und auch im Anschluss eine Anleitung geben, wie ihr euren eigenen Bokashi-Eimer selbst herstellen könnt, weil ich doch im Internet ja die Bokashi-Eimer gesehen habe. Die kosten also ca. 70 Euro, wenn man so ein Starter-Set kauft für zwei Eimer, und ja, man kann sie halt eigentlich für wenig Geld ganz einfach selber machen. Aber zunächst, was ist ein Bokashi-Eimer? Also ganz allgemein ist ein Bokashi-Eimer ein Küchenkomposter. Also das heißt, dass ich diese Eimer in die Küche reinstelle, dort meine Gartenabfälle reinwerfe und mithilfe der anaeroben Vorgehensweise, also ein ganz normaler Kompost tut halt im Aeroben, also das heißt mit Sauerstoffzufuhr die Rotte durchführen, damit halt die Lebewesen wie die Mikroorganismen, die Regenwürmer alle dort erhalten bleiben und nicht absterben. Beim Bokashi ist es halt ganz andersrum, das ist halt vergleichsweise wie Sauerkraut, also anaerob halt einfach, wirklich luftdicht. Muss alles verschlossen sein und es fermentiert einfach so wie Sauerkraut oder Kimchi vor sich hin. Und ja, da ist es auch so, dass ihr dann so ein Ferment dann im Anschluss bekommt von einem Bokashi, und den könnt ihr dann, der ist schon vorverrottet, und den könnt ihr dann einfach in euer Kompost geben oder einfach vergraben in euer Feld eingeben, und dort wird dann nochmal für die Regenwürmer die Zersetzung nochmal zusätzlich vereinfacht. In der Regel, ja, kann man eigentlich so ziemlich alles, was in der Küche anfällt, kompostieren. Also ganz normal eure Gemüseabfälle, Kaffeefilter, alles mögliche. Ich habe auch gelesen, dass man auch so tropische, pestizidbelastende Sachen, also komplette Küchenabfälle wie Küchenrolle und alles auch mit kompostieren kann, weil es ja anscheinend so auch ist, dass die ganzen chemischen Stoffe, dann, die dann Antibiotika bilden, dann auch diese Bakterien durch den anaeroben Prozess mit absterben. Genau, also das ist also ziemlich, was man halt in den Bokashi alles reintun kann. Es ist halt in der Regel so, dass man zwei Eimer braucht beim Bokashi, weil man halt hier über zwei Wochen zum Beispiel seine kompletten Küchenabfälle ansammelt, die dann immer wieder schichtweise zusammendrückt mit einem Pömpel sozusagen, also zusammendrückt, mit Mikroorganismen immer wieder besprüht und dann zum Beispiel beschwert mit einer Sandtüte oder was sonst bei euch so anfällt, und das macht man halt dann über zwei Wochen hinweg. Dann in einem Eimer bilden sich dann sozusagen das Wasser, also das Düngewasser, was man dann dementsprechend abgießen kann und als Düngung verwenden kann. Und nachdem halt der Eimer nach zwei Wochen gefüllt ist, stellt man ihn natürlich für weitere zwei Wochen irgendwo bei 20 Grad oder 25 Grad weiter in einem Abstellraum und lasst es dann weiter vor sich hin fermentieren, während ihr dann den anderen Eimer sozusagen befüllt. Genau, also so ganz grob zum Bokashi-Eimer, was halt das Prinzip eigentlich dahinter ist. Und genau, also ein Bokashi-Eimer kann man ganz einfach selbst herstellen. Ich habe jetzt hier so Lebensmittel-Eimer bekommen, das habe ich von der Pizzeria geschenkt bekommen. Also die Eimer gibt es eigentlich, ja, müsst ihr einfach mal fragen bei Metzger, Pizzeria, die haben halt in der Regel sowas für Salat, Mayonnaise oder sowas, so riesige Eimer, die kann man ganz gut verwenden, weil die halt solche luftdicht verschlossene Deckel haben. Und ja, einfach mal nachfragen, dann auswaschen und schon habt ihr eigentlich Eimer. Ihr braucht in der Regel vier Eimer. Dann, was ihr noch alles braucht, ist halt so ein Abtropfhahn oder Ablaufhahn für eine Regentonne, damit halt das
ja, das Düngewasser sozusagen ihr abfließen könnt aus dem äußeren Eimer. Und was ich auch noch habe, ist so eine, ja, Schutzplatte oder keine Ahnung, nicht so, so ein Gitter, ja, ein Lochgitter sozusagen, was mein Vater unter dem Kompost gelegt hat, damit die Regenwürmer durchkommen. Das lege ich in den inneren Eimer rein, weil wenn ich dann die ja, Küchenabfälle zerdrücke, dann soll halt der innere Eimer wegen dem Druck nicht kaputt gehen, weil ich halt in dem inneren Eimer natürlich auch Löcher reinbohre, damit halt das Wasser abfließen kann. Das ist halt ein bisschen härteres Plastik und das soll halt nochmal beim Stampfen, ja, als Schutz dienen, dass halt der eine Eimer nicht kaputt geht. Außerdem vielleicht, dass auch hier die Essensreste nicht unter in die Flüssigkeit reinkommen, weil die sollen ja fermentiert werden. Genau, also wie gesagt, in den inneren Eimer bohrt ihr dann einfach die Löcher rein. In den äußeren Eimer tut ihr dann, ja, dementsprechend mit einem Bohrer und dem entsprechenden Aufsatz die Abflusshahn vorne dran montieren und eventuell dann im Dichtungsring wirklich alles luftdicht verschließen, eventuell auch mit Isolierband oder sowas nachhelfen, damit wirklich alles luftdicht verschlossen ist. Genau. So viel halt zur Theorie und ich werde jetzt einfach zum praktischen Teil übergehen, wo ich dann den Bokashi einmal ganz einfach selbst herstelle.